rette dein Leben. Tutorial verlässt. Ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ich bin beschäftigt. Das ist richtig. Haltet eure Klinge nicht einfach. Werdet eins mit ihr. Müssen wir wieder nach Damaskus latschen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich kann ja mal kurz gucken. Zusätzliche Erinnerungen aufrufen. Gedächtnislog. Ja, ich würde sagen, da das blinkt, müssen wir da hin. Da war auf der Karte gerade immer so gut zu lesen. Achso, mit dem Büroleiter in Akkon reden und mit dem Büroleiter in Jerusalem reden. Alles klar. Also wir müssen auch wieder nach Jerusalem zurück. Aber zuerst nach Akkon. Vielleicht finden wir noch mal ein paar Fahnen. Ne? Ich frage mich, ob es hier wirklich schneller... Tatsache, es ist glaube ich schneller hier entlang. So, wir haben jetzt auch wieder alle Waffen ausgewählt, soweit ich weiß. Hey lol, ich bin voll beigelaufen. So, nehmen wir mal das schwarze Pony. Die Black Pearl ist das für mich. Schwarze Perlen. Genau, ich wollte ja so ein bisschen schneller reiten, so. Tut das nie wieder. Jawohl. So ist richtig, mein Pferd. So ist richtig. Wir reiten einfach durch und schauen uns gleich meinen Akkon an. Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen. Also gut, dass wir die Tipps immer bis zum Ende hören können. So, ich rufe nochmal die Karte auf. Aussichtspunkt? Also wir haben hier noch Aussichtspunkte. Viele. Ich würde sagen... Wir haben hier noch einen, wir haben da einen. Hier geht's runter. Okay, wir machen jetzt erstmal hier so ein bisschen was frei. Also wir gehen erstmal hier hin. Von hier aus einmal da hoch. Von da aus dann hier runter und holen uns mal in die Punkte. Damit wir da ein bisschen was hinbekommen. Also gucken, irgendwo hier muss es glaube ich reingehen. Oh. Ja, da war der Kreuzung genau. Ja, das kostet dich den Kopf. Fickt euch. Dann laufen wir mal eine Runde, wa? Da ist der Turm nämlich schon. Oh. Oh. Ich will mal auf die andere Seite kommen, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwelche sind. Fuck.
so viele Kämpfen hat für mich jetzt keinen Sinn. Nein, was? Dass ich so weit schon gekommen bin, ohne entdeckt zu werden? Wundert mich gerade so ein bisschen. Aber wir schaffen das ja. Wir schaffen das. So, und einmal, wie ich ja bei den ersten Folgen schon sagte, wir gehen mal einmal hier rum. Boah, geilen Hafen. Ja, leck mich an der Füße, wie geil ist der denn? So, das war ich übrigens auch mal in der Freizeit. Ja, so auf so hohen Punkten rumgurken. Ohne Scheiß, Alter, mit dem Hafen richtig Porno. Ist eine schöne kleine Ecke, gefällt mir hier. Guck gerade, also da ist eine Flagge, also so eine Fahne, Flagge. Eine ist da unter uns, die hole ich gleich nach ihm ab. Springe ich da unten hin? Echt? Tatsache. Moin. Hä, ja. Ich will da eigentlich hoch, ich will die Flagge bei ihm holen. Ist ja gut, ist ja alles gut. Wie das Pferd mir die ganze Zeit hinterher läuft. Oh, putziges Viech. Ich gehe jetzt irgendwie so langsam hin, dass ich erstmal keine Aufmerksamkeit errege. Ist da eine Leiter? Da ist ernsthaft eine Leiter, willst du mich verarschen? Das Pferd. Zu geil. Sollst du nicht springen wie der letzte Vollidiot? Kurz wart, die rennt gerade runter. So, wollen wir mal gucken. Dass wir vielleicht noch ein paar Fähnchen bekommen. Wo ist unser Pferd eigentlich? Da. Niedliches Pferd. Finde ich nice, finde ich richtig geil. Tatsache. Ah. 15 von 100, ja, leck mich am Arsch. Ich glaube, wir schauen uns mal eben noch den Hafen ein bisschen an. Ey, geil, der ist direkt unter uns.
meiner Meuchler. Waffe! Das Pferd, Alter. Fühlt sich das Pferd nicht irgendwie so ein bisschen verarscht? So hinter einem herzulaufen, wenn man eben den einen oder anderen mal abmurkst. Alter, da ist auf jeden Fall noch eine Flagge. Da hinten ist auch eine Flagge. Ganz ruhig. Ich drück absitzen, das Ding. Ja, komm. Kannst du kurz da bleiben? Ich komme gleich wieder. Können Sie mal eben auf das Pferd aufpassen? Oh, Entschuldigung. Ich mal eben die beiden Fahnen hier schnappen. Das Pferd, das rennt auch über die Töpfe und macht die Töpfe kaputt. Ah, es ist ganz unser Pferd. Es geht ab, ihr vier. Das Pferd kommt da nicht weiter. So, wollen wir die nehmen? Da hinten ist noch eine. Also sonst sehe ich jetzt hier keine. Da haben wir die nämlich hier auch fertig. Ich weiß aber nicht, ob wir später vielleicht nochmal hier hin müssen. Das wird vielleicht interessant. Wird schon wieder dunkel oder was? Schon wieder bedeckt? Scheiß Wetter. Ist aber geil, dass hier überall diese Dingens im Wasser sind, diese Pfähle. Dass ich einfach so easy going von einem Pfad zum nächsten. Was ist mit dir? Tu ne m'échapperas pas. Tu es prêt. Revois. Synchronisation verloren tot. Wurden sie entdeckt? Stoßen sie die Leute aus dem Weg? Ja, geil. Lol. Von 60 Templer. Da werde ich die jetzt auch. Die gelten die auch als Templer? Kurz gucken. Haltet den Assassinen! Nein. Ma colère sera terrible. Je vais te triper. Ich meine, wir machen das einfach mal so, wie wir es gerade gelernt haben. Tu ne m'échapperas pas. Puisse le Seigneur me donner la force. Ernsthaft? Willst du mich eigentlich verarschen? Schubst du mich einfach da runter? Sollten sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam. Okay, das sind schon mal keine Templer. Okay, wir gehen nochmal. Hä?
Gehen wir mal hier rüber. Das war übrigens gekonnt. Warte, das ist auch noch ein Templer, oder? Das ist ein Templer. Ich bin mir nicht sicher, ob das da auf der anderen Seite auch ein Templer ist. Ah, den holen wir uns auf jeden Fall noch. Was man kann, sollte man machen. Weißt du doch. Das ist auf jeden Fall ein Templer. Bei dem bin ich mir gerade nicht so sicher. Du heißt endet dein Leben. Wirst du sterben. Okay, das ist auch. Lauf doch! Lauf doch! Ja, renn doch endlich! Mein Gott! Unser Pferd ist übrigens weg, weil wir gestorben sind. Du kannst mir nicht entkommen! Ein Assassine! Höre den Sohn Gottes! Er muss bald müde werden! Erwärm dich! So, jetzt aber hier. Mehr, du Narr! Du kannst nicht siegen! Will er etwa gegen uns kämpfen? Jo. Er war ein Diener Gottes! Bin die Rache Gottes! Hey, ich war auf Abwehr. Was ist mit mir, du Narr? Du kannst nicht siegen. Na komm. Weiter geht's. Ernsthaft? Mir wurde am Anfang beschrieben, dass ich mit der versteckten Klinge dann den Gegner holen kann. Ich sollte mal auch richtig im richtigen Zeitpunkt kontern. Tada! Ich muss niesen. So. Jetzt bin ich wieder da. Wir nehmen wieder die versteckte Klinge. Gerade ob ich irgendwie noch fahren oder so sehe. Hier drauf vielleicht noch was? Läuft da Musik? Ah, hier ist noch einer. Oder so. War da was? Nee, doch nicht. Was macht denn der Holzbündel auf dem Dach? Sand war jetzt hier nichts von fahren, wa? Kann ich mich nicht einfach so fallen lassen? Er wird sich noch verletzen. Ja, könnt ihr mal. Ich spawn dann neu. Woran erkenne ich den Templer? Würde ich jetzt gerne mal eigentlich wissen. Und hoch mit dir. So, wir machen uns jetzt langsam weiter auf dem Weg. Geh hoch. Dann gehst du runter. Okay. Ich wollte eigentlich, dass wir in den Heulballen springen, das geht schneller.
Aber wenn du meinst, dass du das lieber so machen möchtest, dann machen wir das so. Was ist denn da für ein Glaskasten? Das ist ein Templer. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Tu es fait. Rends-toi. Willst du mich verarschen? Also wie stark ist denn der? Fick dich, ey. 3 von 60, Mann. Fick dich. Der zuckt noch. Der zuckt. Alter, was war das denn? Gut, das war ein Templer. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Acre. Acre war ja richtig, ne? Da wollten wir hin. Ach, ja genau, wir wollten ja jetzt dahin. Ich habe gesagt, wir machen jetzt eine Runde, dass wir die Dinger so ein bisschen freikriegen. Dass wir am Anfang schon gut was geschafft haben hier. Und am Ende einfach nur durchrennen laufen, rennen müssen. Muss ich hier hoch? Ey, coole Straße. Geil. Sehr schöne Ecke. Ich brauche noch Pfeil und Bogen, fällt mir auf. Also, so. Ja, wie ich die Pfeile fliegen sehe. Ich stand mir gerade noch mal im Weg. Da ist eine Fahne, die will ich haben. Hier läuft aber auch keiner hinterher, oder? Komm, wir gehen auf den und den anderen um uns damit beschwert. Hier endet dein Leben. BTF. Ich überlege gerade, lohnt es sich hier irgendeinen von denen anzugreifen? Versuche jetzt über den Zaun zu kommen, dass ich den einen, den da erwische. Dann kommt der nämlich an mich nicht mehr ran. What? Genau, versuch's doch. Ey, ich kann das mit dem Abwehr nicht mehr machen, was? Ich kann den Konter nicht machen. Ah, geht doch endlich.
weiter geht's. Hier ein Templer. Ist das ein Templer? Nee, ist kein Templer. Drauf scheinen wir schon gewesen zu sein. Darauf ist auch nichts. Da oben drauf ist noch einer. Also eine Fahne. Ach. Das war doch noch eine. Das erste Mal, dass ich die Farbe gesehen habe. Normalerweise habe ich nur das Glitzerzeug gesehen. So, ich gucke jetzt ganz kurz mal. Ach komm, weißt du was, wir wollen ein bisschen Spaß haben, ein bisschen kämpfen lernen. Haltet den Assassinen! Ah. Nächster kaputt. 23 von 100. Leute, Life Bombs. Unser nächstes Ziel ist da oben irgendwo. Gibt's hier irgendwo einen Heuball? Nein. Gut, dann müssen wir so runter. Sonst ist ja hier kein Templer oder sowas, ne? Leider nicht. Naja. Ich finde das mit dem Wetter eigentlich recht gut. Dass es ab und zu mal dunkel ist und so, ne? Finde ich eigentlich top. Oder eigentlich, dann sieht man ein bisschen weniger leider. Nein, an sich ist es super gemacht. Es ist ein Assassine! Willst du mich verarschen? Ach komm, dann grüßen wir ihn da oben auch mal. Da! Da ist er! Komm, fall runter. Jo. Er stirbt mir nicht. Der war vorher schon gehittet. Da sind noch ein paar Gegner. Wir müssen auch da hoch, da kommen wir nicht hoch. Können wir generell nicht hoch. Scheiß die Wand an. Moin. Oh ja, dann reiten wir mal eine Runde, kommen. Mal gucken, ob hier irgendwelche Flaggen zu sehen sind, aber ich sehe jetzt auf Anhieb keine. Ist das ein Templer? Oh, Moment, du. Ja, nicht über absteigen, komm. Das ist ein Templer. Stimmt, bei denen hilft ja die Maske nicht. Enthüll dich, deine So. Ah, warte mal. Hä? Kann ich das Ding nicht öffnen? Schade, da kann ich nichts mit anfangen, okay? Laufen mir die Pferde eigentlich immer hinterher? Bin ich so ein Pferdeflüsterer oder was? Scheiße, scheiße, scheiße. So, ja, jetzt wollen wir mal hochgehen. Boah, Bäume.
oben hockt noch ein. Ist das ein Templer? Nee. Ich glaube, die hocken wirklich nur unten, weil die zu fett sind.